Hey rabbits, it's Trixie, and first of all, I wanted to thank you for all the positive feedback that you got me after I uploaded a German video after such a long time. It really made me happy to see that you also enjoyed content in German and that you were fine with the subtitles and that you enjoyed it. I will definitely continue uploading German videos from time to time, not always, but you know, every now and then, because it was also a lot of fun for me filming a video in German again. But let's speak about the purpose of this video now. One thing that many of you raised was that my German me was very different to my English me, which got me thinking, are there personalities connected with the languages we speak? Am I another person when I speak English than I am when I speak German? Since it's really difficult to have a considered opinion about how you are perceived by others, I decided to make you be the judges and start a little experiment on this channel right now. For this experiment, I will describe how I feel speaking either German or English in the language I'm talking about. And I would like you to tell me in the comments if you perceive me the same way that I perceive myself and what kind of personality you like more, the English one, the German one, and yeah, what are your observations? I'm really curious if I'm really like two different persons and who of the Trixies you like more. So let's start with the experiment, shall we? Since I want myself to be as authentic as possible speaking the two different languages, I decided to not write a script. So there might be some more ums in this video because I haven't prepared anything and I'm just gonna talk to you right now, spontaneously, like I would talk to my friends and my family. When I speak English, I feel that my voice sounds a bit softer and warmer, and I have the impression that my words have a bit more emphasis. But not only in a positive way. I also feel that I'm tending to be more dramatic. I seem to have more of a temper, like, which I usually don't have in German. On the other hand, it has the really cool effect of me feeling more extroverted and social, more lively. And then there's something weird, because I also feel a bit more attractive when speaking English. I feel more womanly, because the language sounds more curvy to me, and I feel curvy myself, and that kinda gives me the impression that I am more sexy. But let's go back to my voice again. It's not only softer and warmer in my opinion, it also gets more nasal and it's a bit higher than my German voice. This is a short example of how my English voice sounds. Und so hört sich meine deutsche Stimme an. The next point may sound a bit strange, since you would most likely assume that it would be the other way around, but in English, I'm more spontaneous. I don't think too much about what I say. I just say what I feel and I make a lot of gestures and I'm not embarrassed so easily. I think that's because of the language puppy bonus that I mentioned in one of the other videos. I know that people notice that this is a foreign language to me, so they won't judge every single word I say. So I can also like have a wrong word in there from time to time or say something that sounds a bit stupid. And I don't mind so much as I would in German. I feel that English is a really cool and modern language, so speaking it makes me feel trendier and fancier. But using the words trendy and fancy actually mean that I'm not cool, I guess. And something else that I love about English is that it makes it easier for me to express emotions. I'm more often like, what? Wow, that's awesome! I'm using my hands more. I'm really revealing what's going on inside of me, which I'm not capable of in German. But these exaggerated emotions can also have a negative aspect to them. Sometimes I feel that I'm a bit bitchier in English, even if I don't want to be. I also curse way more in English, but there is or will be another video about that. But of course, it's also a foreign language to me, so I tend to be a bit more nervous inside, even if you don't notice it. I feel a bit more insecure about if what I said was what I actually intended to say, and you know how it is if you learn a foreign language. The last point that is important to me is that I feel more grown up when speaking English. In German, I tend to be really cheesy and stuff like this. I'm gonna talk about that in a couple of seconds, but yeah, in English, I feel I'm more thinkative and I really say what I want to say because I just lack the vocabulary to do something else, maybe.
Wenn ich Deutsch spreche, fühle ich mich grundsätzlich etwas süßer und drolliger, als wenn ich Englisch spreche. Ich fühle mich dann nicht so fraulich, sondern eher kindlich. Ich bin auch um einiges alberner. Das ist einerseits schön, weil ich eine sehr verspielte Ader habe und es auch genieße, diese auszuleben. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute mich auf Deutsch nicht so ernst nehmen, wie wenn ich auf Englisch spreche. Ich glaube, weil Deutsch meine Muttersprache ist, merkt man es mir mehr an, dass ich introvertiert, schüchtern und ein bisschen sozial unsicher bin. Allerdings sagen mir auch viele Leute immer, dass ich auf Deutsch witziger bin und irgendwie sympathischer rüberkomme. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich einfach mehr bei mir selbst bin. Wenn ich Englisch spreche, muss ich natürlich darüber nachdenken, was für Vokabeln ich verwende und ob das das richtige Wort ist für das, was ich sagen möchte. Und diese ganzen Prozesse finden auf Deutsch nicht statt. Ich kann einfach frei heraus sagen, was ich denke, und dadurch kommt natürlich auf der Gefühlsebene und auf der emotionalen Intelligenzebene mehr rüber. Was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich auf Deutsch sarkastischer bin. Das genieße ich wirklich sehr. Ich muss halt nicht so viel über die ganzen Wörter nachdenken und kann einfach was raushauen, was ich denke. Und ich denke, es ist auch ganz normal, dass man Humor gerade in seiner Muttersprache einfacher ausdrücken kann als in einer Fremdsprache. Ich bin in meinem Kopf einfach aufgeräumter, und dadurch, dass ich nicht so viel über die Sprache nachdenken muss, die ich spreche, bin ich, glaube ich, auch ehrlicher und aufrichtiger, wenn ich Deutsch spreche. Ich bin zwar auch ein bisschen nervös, weil ich zwar, wie gesagt, eher introvertiert bin, aber doch innerlich geerdeter. Diese verspielte Ausstrahlung, die ich vorhin erwähnt habe, kann ich natürlich nur zeigen, wenn ich mich komplett wohlfühle mit jemandem. Aber wenn ich jetzt unter Freunden bin, dann bin ich sehr, sehr plapperig und mache viele lustige Gesichter, lache viel, mache viele sehr alberne Witze. Ich habe aber auch eine komplett andere Seite, und die kommt dann meistens zum Vorschein, wenn ich alleine bin. Die ist dann sehr grüblerisch und melancholisch und manchmal auch ein bisschen düster. Ich habe dann sehr negative Gedanken, die ich auch teile mit Menschen, in denen ich dann in diesen ruhigen Stunden zusammen bin. Ich habe zwar auch schon Gespräche zu nachdenklich machenden Themen auf Englisch geführt, aber ich hatte immer das Gefühl, dass nicht diese aufrichtige Tiefgründigkeit erreicht wird, wie ich sie in Deutsch wahrnehme. Weder von meiner Seite aus, wenn ich etwas erzählt habe, noch von der Seite der Person aus, mit der ich gesprochen habe. Und jetzt mal abgesehen von der Gefühlsebene oder Persönlichkeitsebene, finde ich auch einfach, dass meine deutsche Stimme ein bisschen schöner klingt. Sie ist ein bisschen tiefer, als wenn ich Englisch spreche, und ich finde, sie hat einen schönen Rhythmus und diesen netten, samtigen Nachhall. Mir haben zum Beispiel schon viele Leute gesagt, dass ich eine schöne Erzählerstimme habe. Ich könnte also Hörspiele einsprechen oder einfach eine Geschichte vorlesen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auf Englisch ein bisschen dramatischer und bitchier bin und auch ein bisschen mehr extrovertiert. Auf Deutsch würde ich eher das Gegenteil behaupten. Manchmal denke ich, ich bin ein bisschen langweilig. Das, was auf der sprachlichen Ebene nicht in meinem Kopf passiert, passiert auf der gedanklichen Ebene. Ich habe also sehr, sehr viele Gedanken in meinem Kopf, wenn ich Deutsch spreche. Nicht, welche Vokabeln ich verwende, aber über die Menschheit, über mich, über meinen Gesprächspartner, über den Tod und das Leben. Alright, Rabbits, these were my two presentations of me describing how I feel speaking the two different languages. How did you perceive me? Do you agree with the points I raised? Which Trixie would you rather be friends with? The English one, the German one, or neither of them? Which Trixie do you like more? Or would you say that the differences are not that bad and that it obviously is still the same person? Do you also speak two or more different languages and have made similar experiences? Feel free to share your thoughts in the comments below. I would love to read them. And please give a thumbs up if you liked the video, because that would make me really happy. I actually noticed right now that I'm speaking English in another way now that I spoke German a few minutes ago. Do you notice the same thing? I feel I'm more calm. I'm more melancholic, more or maybe that's just me. But it almost appears that not only speaking the language changes our personality in the current situation, but also in retrospective. Now that I spoke German, I feel different speaking English. Languages are such a cool thing, aren't they? I wish you all a very beautiful day. Check out my other videos if you'd like to. You can also follow me on Twitter and on Facebook. And if you'd like to support me even more, you could check out my Patreon page with cool rewards and possibilities. And see you in the next video. Bye!